los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Masken, wer sind die bloß? PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. Verbrechen zu bekämpfen, geht am besten, na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks! Gecko und die Eisdots. Hä? Was ist das? Eis? Aber es ist doch Hochsommer. Eiszapfen? Uah! Das war unglaublich! Hier ist rundum alles vereist. Alle rutschen und fallen hin. Aber nur bis zum Ende der Straße und dann hört das auf. Was ist da los? Heute Nacht finden wir es heraus. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Yeah! Connor wird zu Catboy. Amaya wird zu Oilette. Yeah! Greg wird zu Gecko. Die PJ Masks. Das Gecko-Mobil kann an allem haften. Es wäre ideal für das Eis. Wie wär's mit dem Gecko? Nehmen wir den Eulengleiter. Wir sehen uns das Ganze von oben an. Guter Einfall, Eulette. Aber ich dachte, das Gecko-Mobil könnte... Na gut, wahrscheinlich haben Sie recht. Komm schon, Gecko. Zeit für unseren Einsatz. Schlimmer geworden. Die halbe Stadt ist eingefroren. Sogar Hunde und Katzen haben sich angefreundet, um sich warm zu halten. Wow. Was war das? Eulenaugen. Seht mal da drüben. Romeos Labor. Ui, das macht richtig Spaß. Ich wusste, dass Romeo dahinter steckt. Was ist das? Da vorne dran! Das sieht aus wie eine Eismaschine. Verfolge ihn, Eulette! Aha! Ich hab mich schon gefragt, wie lange es dauern würde, bis ihr Pyjama-Pupser auftaucht. Was treibst du da, Romeo? Das ist doch offensichtlich! Ich verwandle die Stadt in eine eisige Achterbahn für meinen neuen Laborschlitten. Weiter geht's! Gleich habe ich dich. Wenn es dir nur um eine tolle Fahrt geht, Romeo. Dann schiebe ich mit meinen Super-Gecko-Muskeln dein Labor auf seinen Rollen herum. Es geht nicht nur um Spaß haben, auch wenn es Spaß macht. Während ihr Tag-Dovis hier alle rumrutscht, reiße ich die Weltherrschaft an mich. Romeo übernimmt die Weltherrschaft? Ah, ist das steil! Flatternde Federn, ich pass nicht durch. Wir müssen landen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er noch mehr Dinge vereist. Es ist wirklich rutschig. Gecko.
Vielleicht könnte ich Romeo verfolgen, weil meine Füße richtig gut haften. Warte, Gecko! Ich habe einen Plan, der sicher funktioniert. Aber mit meinem Klebeplan könnten wir... Ich brauche dafür eure Hilfe. Zurück zum Eulengleiter. Dann muss mein Plan eben warten. Zuerst brauchen wir deine Eulenaugen, um Romeo zu finden. Dann deine Flugkünste, damit er mich und Gecko nicht entdecken kann. Eulenaugen! Da ist er! Okay, Gecko, ich schleiche mich von unten ins Labor. Du krabbelst von oben rein. Dann übernehmen wir die Kontrolle, bevor Romeo überhaupt merkt, dass wir da sind. Super Katzensprung! War wohl nur der Wind. Ha! Catboy springt wie ein Panther auf das vereiste Rohr und klettert hinauf mit seinen Super... Mit seinen Super... Niemand besiegt Catboy. Warum hast du so lange gebraucht? Arme Miezekatze. Und jetzt runter von meinem Laborschiff noch. Catboy, pass auf! Oh-oh. Es ist kalt. Ich kann mich nicht bewegen. Lass mich hier raus, Romeo. Eulette, ich glaube, ich kann Romeo aufhalten. Schau. Jetzt nicht, Gecko. Komm zurück. Wie können wir helfen? Sorgt euch nicht um mich. Romeo haut ab. Schnell, haltet ihn auf. Da könnt ihr nicht mithalten, ha, Pyjama-Helden? Och, wir sind zwar Superhelden, aber im Moment ist Catboy ein super Eisblock. Wir beide brauchen einen Plan, Gecko. Und zwar schnell. Ich hatte gerade vor, dir zu sagen, dass ich... Hey! Ich weiß, was wir machen, aber ich brauche deine Hilfe. Aber mit meinem Plan könnte ich... Okay, was soll ich tun? Wow, Eulenflügel! Das ist besser. Okay, ich binde das am Labor fest und du verwendest deine Superkraft, um es anzuhalten. Ja, aber... Dann übernehmen wir die Kontrolle über die Eismaschine. Los, Gecko! Warte! Versuchst ein Genie wie mich zu überlisten, Spatzenhirn? Hä? Super Eulenmuskeln! Oh nein, ich hab gar keine Superkraft! Gecko, wo bist du? Eulette steckt in Schwierigkeiten. Federn! Zwei kleine Eisblöcke sitzen auf Asphalt. Zwei kleinen Eisblöcken ist zu bitterkalt. Gecko, ich habe einen Plan. Warte, ich habe einen besseren Plan. Schlitternde Schlange. Hätte ich doch nur auf meinem Plan bestanden und meine eigenen Superkräfte benutzt. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Eidechsengriff. Es ist Zeit für meinen Plan. Ihr helft, indem ihr so viel wie möglich von Romeos Eisachterbahn kaputt macht. Bereit für Eisballflipper? Hey, Geckos Plan könnte funktionieren. Na los, lass uns Eis zerschmettern. Hä? Diese Eiszapfenköpfe zerstören meine wundervolle Bahn. Jetzt kann ich nur noch in eine Richtung. Ha, ich werde Romeo zeigen, wie man sich auf dem Eis bewegt. Super Eidechsengriff. Hallo, Romeo. Mit meinem Super Eidechsengriff bin ich besser auf dem Eis als du. Quatsch. Mein Labor wurde von einem Genie erschaffen. Von mir. Also ist es unmöglich, dass mini-hirnige Muttersöhnchen es besiegen. Da
Das wollen wir erst mal sehen. Los, Gecko! Mich kriegst du nie. Super, Gecko, Muskeln! Oh! Nein! Hab dich, Romeo. PJ Masks. Oh ja! Juhu! Gute Arbeit, Gecko. Der Plan war katzenstark. Ja, es tut uns echt leid, dass wir vorhin nicht auf dich gehört haben. Nein, das ist meine Schuld. Wenn ich eine gute Idee habe, muss ich mich dafür einsetzen. Oh. Wo seid ihr? Sieht aus, als wäre Romeo komplett festgeeist. Ihr peinlichen Pyjama-Helden! Ihr müsst mir immer meinen Spaß verderben! Das nächste Mal besiege ich euch, PJ Masks! Also, es ist immer noch viel Eis da. Und wer kann es bis morgen zum Schmelzen bringen? Natürlich wir! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Heute ist es nicht vereist. Wollen wir in den Park gehen? Lasst uns lieber Fahrrad fahren. Aber es wäre doch viel besser, wenn wir... Eigentlich habe ich einen Plan. Gehen wir doch zum Wasserpark. Tolle Idee. Lasst uns gehen. Ups, da habe ich wohl ein bisschen Eis übersehen.